Ein wesentlicher Vorteil ist aber, dass im Herbst auch die Reisesaison zurückgeht. Und Herr Stadtrat und Herr Bürgermeister haben es ausgeführt. Die Reiserückkehrer haben einen wesentlichen Anteil gehabt am Eintrag der Erkrankung. Auch das ist kein österreichisches Phänomen und schon gar kein Wiener Phänomen, sondern das ist ein Phänomen, das wir in allen europäischen Staaten beobachtet haben. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten und wir müssen uns mit Maßnahmen vorbereiten, die vernünftig sind, die durchführbar sind, die für jeden von uns auch verständlich und einhaltbar sind, eben nicht kompliziert und die wir alle als in einer Form betrachten, dass wir sie auch durchführen wollen. Denn eines ist ganz klar, jeder von Ihnen und jede von Ihnen, wir alle können dazu beitragen, den epidemischen Eintrag in Österreich, besonders hier in Wien, zu reduzieren. Es wird nicht auf Null gehen, das ist keine Frage, aber wir müssen in der Lage sein, das soziale und das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten und da sind wir sehr gut aufgestellt in Wien. Wien hat ausreichend Spitalskapazitäten, aber wir werden ja nicht eine Erkrankung an den Spitalskapazitäten ausrichten, sondern wir müssen ja die Situation außerhalb der Krankenhäuser in der Hand haben und wie Sie wissen, die Corona-Infektion ist eine Erkrankung, die zumindest bei 80 von 100 erkrankten, infizierten Personen keinen Spitalsaufenthalt notwendig macht. Das heißt, nur der kleinste Teil der Patientinnen und Patienten benötigt ein Krankenhaus. Dann ist aber eine durchaus ernste Situation eingetreten. Und wie Sie wissen, braucht jede fünfte Patientin zumindest für eine gewisse Zeit einen intensivstationären Aufenthalt. Auch hier hat Wien besonders viele Ressourcen und wir sind derzeit im minder einstelligen Bereich in der Verwendung von Intensivkapazitäten zur Behandlung von Erkrankten mit Corona. Bringt mich zu einem wesentlichen Punkt. Es hat sich herausgestellt, dass ältere Personen oder Personen mit wesentlichen Nebenerkrankungen besonders gefährdet sind. Es hat sich auch in ganz Europa herausgestellt, dass diese Personengruppen geschützt werden müssen. Das tun wir in Wien besonders gut. Sie haben die Zahlen gehört. Wir haben zum Beispiel in den Wiener Pflegeeinrichtungen einen ganz geringen Anteil an Erkrankten. Das ist einzigartig beinahe oder zumindest herausragend in einer internationalen Sicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, und ich glaube, das wird zum Teil vergessen, dass auch junge Menschen sehr wohl schwer an Corona erkranken können. Man ist nicht vornherein, nur weil man jung ist, geschützt vor dieser Erkrankung. Aus diesem Grund rufe ich auf, genau diese Vernunft einzufordern. Wir müssen aus dem Soll, und das wissen wir, dieses Soll sollte ein Must-Be werden für uns alle in völliger Selbstverständlichkeit. Und das ist relativ einfach. Das heißt Abstand halten, mindestens einen Meter. Das heißt Maske tragen, wo es notwendig ist. Das heißt zusätzlich die Händehygiene nicht vergessen und das heißt, die Vernunft walten zu lassen, eben genau diese Situationen einzuschätzen. Genau mit dem können wir dazu beitragen, den Infektionseintrag so zu reduzieren, dass wir soziales Leben und das wirtschaftliche Leben aufrechthalten können. Sie werden mich fragen, na, wie lang müssen wir denn das tun? Das ist besonders unangenehm und ich kann Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ja? Es ist eine weltweit einzigartige Situation eingetreten, dass etwa 300 verschiedene Konzepte zu einer Impfung derzeit bekannt sind. Einige wenige sind schon in einer klinischen Studie und die sehen gut aus. Sie haben gehört von dieser russischen Studie, Sie haben gehört von den RNA-Studien aus den Vereinigten Staaten, aber da kann es immer wieder zu Rückschlägen kommen. Einer dieser Rückschläge ist nun mit diesem sehr vielversprechenden Impfstoff in England eingetreten, der nun in der Studie angehalten wurde, weil schwerwiegende Nebenwirkungen beschrieben wurden. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wann diese Impfung kommt. Und aus diesem Grund ist es ganz notwendig, diese Vernunft walten zu lassen mit simplen Methoden. Wien zusammenfassend ist sehr gut gerüstet für die kommende Grippesaison. Wir dürfen nicht vergessen, in relativ kurzer Zeit, und das beginnt im Oktober in der Regel, werden wir Schnupfen-Hustenerkrankungen haben. In der Regel Dezember, Januar werden wir in die Phase kommen, wo auch die Influenza, die saisonale echte Grippe,
ebenfalls in Österreich auftreten wird, das können wir noch nicht so gut vorhersagen. Da kann man auch vernünftig sein. Man kann einerseits durch diese Maßnahmen, Abstand, Maske, Handhygiene, sehr wohl diese Erkrankungen reduzieren. Da gibt es inzwischen gute Daten aus Australien. Die Australier haben ja ihre Grippeepidemie schon hinter sich und die hatten eine sehr milde Grippeepidemie, genau durch das Einsetzen dieser Maßnahmen. Und zusätzlich ist natürlich der Aufruf, und hat auch Wien sehr gut vorgesorgt, zu einer Grippeimpfung, nämlich zur Impfung gegen die saisonale Influenza. Und hier werden wir bereits im Oktober mit großen Maßnahmen beginnen, für die Wienerinnen und Wiener diese Impfung anzubieten. Zusammenfassend, es ist nicht so schwer. Wir haben die Maßnahmen beschrieben. Wir werden sie auch umsetzen. Sie sind vernünftig, sie sind einfach durchführbar. Und wir müssen uns doch noch auf einige Zeit einer Periode vorbereiten, wo wir mit diesen Maßnahmen den Erkrankungseintrag kontrollieren können, um dann wahrscheinlich mit einer Impfung ein Ende dieser Corona-Pandemie auszurufen.